Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich. Wir sind bei der Vuelta a Andalusia Ruta del Sol unterwegs. Und da ich jetzt selber nicht mehr genau wusste, wie wir überhaupt abgeschnitten hatten, zeige ich euch das gerade nochmal. Momentan sind wir 45. in der Gesamtwertung, aber mit lächerlichen 15 Sekunden Rückstand. Unser Ziel ist es, hier ein Trikot zu gewinnen. Und ich würde sagen, dass wir das Trikot des besten Jungprofis dort ins Visier nehmen sollten. Wir sehen hier, ein paar Fahrer sind dabei. Wir müssen vor allem auf Jordi Klos achten. Mal schauen, wie der in Form ist. Ansonsten hatten wir, glaube ich, Ende letzter Folge hier schon mal durchgeschaut. Da sollten wir nicht allzu viel Konkurrenz haben. Also, das ist unser Ziel. Wir sehen hier, wir haben momentan Stufe 2. Wir müssen Stufe 3 erreichen, damit wir eben auch bei den World Tour Rennen an den Start gehen dürfen. Da sehen wir, gewinnen sie ein Rennen oder ein Wertungstrikot eines HC-Rennens. Das ist jetzt eben unser Ziel. Wir können natürlich auch Richtung Bergtrikot gehen. Das wird allerdings schwierig. Hier ist ein Berg der dritten Kategorie. Wir können mal schauen, auf der vierten Etappe gibt es dann eben eine Bergankunft. Da würde ich dann eigentlich eher auf weißes Trikot fahren, weil es, glaube ich, auch spannender ist zum Zuschauen. Wenn das nicht klappen sollte, können wir natürlich auch auf der fünften Etappe und auf der sechsten Etappe nochmal Richtung Ausreißergruppe gehen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Wir gehen mal rein ins Rennen, haben schon gesehen, einige gute Fahrer dabei. Julia Alaphilippe. Ich bin jetzt gerade frisch aus Frankfurt zurück. War eine sehr anstrengende Woche, man merkt es meiner Stimme, glaube ich, auch an. Das war eine sehr, sehr anstrengende Woche. Ach guck mal, Team Lufthansa ist dabei. Okay. Das weiß keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade gemacht hat. Auf jeden Fall hatte ich gerade einen schwarzen Bildschirm. Bin schon ein bisschen erschrocken, dass der nächste Bildschirm kaputt ist. So, auf jeden Fall, wie gesagt, bin gerade zurück aus Frankfurt. Und das war eine super anstrengende Woche. Ich bin echt im Eimer. Mir sind dann auch ein paar Folgen ausgegangen, wie man gemerkt hat. Und jetzt habe ich schon wieder einen komischen, jetzt hängt das Spiel schon wieder. Zumindest ist die Musik weg. Also, alles gefixt, gar kein Problem. Wobei diese Datenbank eigentlich problemlos funktionieren sollte. Ich hätte mein Handy vielleicht mal ausmachen sollen. Aber gut. So, willkommen zurück beim Radsportmanager, wie gesagt, mit Jan Ulrich. Ich bin mal gespannt, ob ich den Radsportmanager noch kann. Habe ja in letzter Zeit eher viel anderes gespielt und was wir dort im Abonnententeam die letzten zwei Folgen gemacht haben, war auch nicht besonders schön. Da hat Quebec wieder zurückgeschlagen. Werde mich auch mit dem Lukas zusammensetzen, dass wir dann wieder ein bisschen Radsportmanager zusammen zocken. Unsere Vuelta, wo wir ja schon geflaxt haben damals, dass das wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauert. Aber er hat einiges zu erzählen, nicht wie ich fälschlicherweise vorher gesagt habe von der Bahnrad-WM, sondern von der Bahnrad-EM. Aber wird, denke ich mal, nicht minder spannend sein. So, ich hoffe mal, dass dieses Ruckeln nicht daran liegt, dass ich im Hintergrund gerade noch eine, also ein, zwei Folgen, ich habe tatsächlich mal alles, was ich aufgenommen habe, schon bearbeitet, aber eine Folge rödelt noch im Hintergrund. Müssen wir mal schauen, ob das daran lag, dass es jetzt gerade so geruckelt hat. So, wir sehen schon, die Knospen blühen, der Frühling kommt. Alles wie in der Realität, deswegen ist es immer besonders schön, Ende Oktober, Anfang November hier Radsportmanager zu haben. Bleib erstmal in der Reihe, du kannst dich später noch amüsieren. Jawohl, keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. Einer der schönsten Sprüche überhaupt. Ich weiß gar nicht, wo ich den mal gehört habe. So, da sehen wir das Team Lufthansa, was bei uns ja auch zur Debatte stand. Wenn ich jetzt die Trikots sehe, sehen die auch ganz ordentlich aus, aber nicht unbedingt so nice, dass man jetzt sagen müsste, jawohl, mit denen möchte ich unbedingt spielen. So, same procedure as every time. Mit Jan Ulrich. Sind auch nicht besonders viele Fahrer dabei. Sieht jetzt zumindest relativ klein aus. Wir sind eigentlich nicht Teamkapitän, sondern Puga, also La Pulga. Der kleine Flo Messi ist unser Kapitän. Belaochaga. Warum nicht? Wir schauen uns mal die Ausreißergruppe an. Da haben wir Troja, der war schon damals in Troja dabei. Kennt man ja, der hat damals das Pferd gemacht. Trojanische Pferd und Clark Kent ist dabei und Kaczmarek. Kaczmarek, richtig den Punkt runterrutsche. Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, wir gehen hier etwas schneller durch. Pro Cyclist Modus zieht sich sowieso dieses Jahr ein bisschen bei uns hin. Generell der Radsportmanager, was aber auch daran liegt, dass ich nicht immer so Lust habe. Ich bräuchte echt mal eine Pause vom Radsportmanager. Wir spielen das jetzt seit 2,5 Jahren durch. Da geht manchmal dann so ein bisschen doch die Motivation ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen überlege ich auch dann vielleicht wirklich mal eine Pause einzulegen beim nächsten Radsportmanager. Auch wenn es natürlich der Brot
Zuwachs, Gewinn, was auch immer des Kanals ist, aber man muss auch irgendwie mal Pausen setzen, man muss ja auch wirklich Spaß an dem Spiel haben. Jetzt habe ich wirklich Lust, gerade mit Ulle zu spielen. Abonnententeam kommt dann jetzt heute, wo ich die Folge aufnehme, noch eine weitere, wo allerdings quasi fast nur Bildschirm ist. Das habe ich noch vor der Reise nach Frankfurt aufgenommen. Allerdings hat YouTube das nicht mehr geschafft hochzuladen, beziehungsweise hat den Download abgebrochen, was mich ziemlich genervt hat. Sonst wäre die natürlich schon längst gekommen. So, da unten haben wir Dylan Page, den wir ja auch schon mal in einem Abo-Team dabei hatten. Ich glaube, beim allerersten haben wir ja immer mal auffüllen müssen, weil da sich nur 8-9 Leute gefunden haben für ein Abonnententeam. Das hat sich ja inzwischen doch deutlich geändert. So, und jetzt ist halt wieder der Nachteil vom Pro-Cyclist-Modus. Man hat viel, viel Leerlauf. Man könnte das natürlich alles zusammenschneiden. Aber das schaffe ich momentan vom Aufwand her nicht. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Evil Within weiterspielen, was natürlich auch unglaublich viele spielen und bei mir nicht so viele schauen. Dann werde ich mir South Park oder Life is Strange, eben die Episode 2, noch angucken. Muss mal schauen, was ich davon heute alles noch schaffe. Ist natürlich alles sehr, sehr viel, was da auf dem Programm steht. Aber schauen wir mal. So, Berg der dritten Kategorie sollte jetzt nicht allzu schwer werden, dass wir dort abgehängt werden oder sonst irgendwas. Aber natürlich fahren wir von vornherein in den Berg. Hinten gab es einen Sturz. Wir waren davon nicht betroffen, zum Glück. Das gelbe Trikot ist vorne mit dabei. Wir müssten aber eigentlich relativ schnell wieder rankommen, wobei doch schon eine kleine Lücke anscheinend entstanden ist, so von 2 Minuten. Und hier vorne wird nach wie vor ein normales Tempo gemacht. Na, die müssten wieder rankommen. Sind auch schon wieder 75 Fahrer, 34 sind noch abgehängt. Die kommen aber auch schon näher ran. Das sollte gleich wieder ein komplettes Feld sein. Ulle hat einen Wert in der Ebene noch heute von 69. Generell die Tagesform plus 2. Das ist natürlich schon mal ziemlich gut, dass wir jetzt auch so in den Bereich kommen, wo wir eine positive Tagesform überhaupt bekommen können. Deswegen gehen wir wieder vor. Vorne sind es jetzt 9 Fahrer in der Ausreißergruppe. So, Schulz haben wir natürlich dabei. Dann Linares, der auch in die Kurve fahren kann, was mich ein wenig verwundert. Wenn aber sonst Ovechkin, frisch vom Eishockey, dann natürlich Kaczmarek. Das Menü ist am Start. Den Namen sehe ich jetzt gerade nicht. Wir können aber einfach mal durch. Oh, Dombrowski ist vorne dabei. Das ist natürlich ein Fahrer für den Etappensieg, wenn sie es bis zum Hügel schaffen. So, Maika macht das Würstchen, ist nicht dabei. Nee, ich bin jetzt schon wieder hinten in der Gruppe gelandet. Biscara, natürlich. Hier kennt ja jeder die Biscaya. Plankert, der von der Planke geht. Tobias Ludwigsson, der aufs Zeitfahren hofft. So, meine Waschmaschine rödelt draußen rum. Ihr merkt schon, ich habe heute frei. Jetzt kann ich heute endlich mal hier die Bude aufräumen und alles Mögliche machen. Aber sowas schiebe ich dann immer vor mir her. Deswegen nehme ich jetzt erstmal auf, bevor ich aufräume. Aufnehmen kommt vor Aufräumen. So, wir werden den Berg von vorne fahren, damit wieder Bullshit-Bingo gespielt werden kann. So, Jan Ulrich. Das ist auch nicht mehr weit. Noch 30 Kilometer bis zum Hügel, muss man ja eher sagen. So, ich bin noch ein bisschen müde. Man merkt es mir wahrscheinlich auch an. Ich habe sehr unregelmäßig geschlafen die letzten Tage. Ist man irgendwie so ein bisschen matschig in der Birne. So, es ist noch ganz schön hin. Wir müssen noch nicht ganz nach vorne fahren jetzt. Aber wir sollten auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren. Das ist der Vereinigte Arabische Emirate-Fahrer. Ich muss gestehen, ich habe mir auch noch gar nicht so die ganzen Transfers zum Radsport angeschaut. Müsste ich eigentlich auch mal machen, dann können wir da mal so eine kleine, naja, nicht Infofolge, aber zumindest so ein bisschen drüber reden, wo denn die Spitzenfahrer nächstes Jahr fahren, was es vielleicht auch für neue Teams gibt. Wie gesagt, habe ich nicht so verfolgt, weil man immer auch ein bisschen Radsport müde ist dann zum Ende der Saison. Na, jetzt sind wir wieder auf der Busspur. Bleib im Peloton. Ich mach gleich Tempo, mein Freund. Das sollst du mal sehen. Hügelwert ist heute okay, aber natürlich auch nicht überragend. Das heißt, für uns da vorne mit drüber kommen und dann einfach mal schauen, was man da im Sprint hinten raus, ob da eine kleine Lücke reißt oder eben nicht. Alto de la Primera Cruz, also der Berg des ersten Kreuzes. Der erste Kreuzberg, könnte man auch sagen. Also Liebling Kreuzberg hier am Start, kennt man ja noch
Nein, kennt ihr aber wahrscheinlich alle nicht, weil ihr alle so jung seid. Und selbst ich bin eigentlich zu jung, um Liebling Kreuzberg zu kennen. Das war, glaube ich, irgendwie in der ARD so eine Serie mit Manfred Krug, der damals auch Werbung für, was für die Deutsche Telekom gemacht hat. Ich glaube ja, ich glaube, er wollte uns Telekom-Aktien verkaufen, der Mann. Aber gut, es gibt auch Leute, die wollen einem Air Berlin-Aktien verkaufen. Lief auch nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal so in der Retrospektive sagen. So, Ulle. So, Schäuble ist zum Bundestagspräsidenten gewählt. Hier lernt ihr auch was zum Thema Politik. Der erste AfD-Antrag wurde auch direkt abgelehnt. Positivste Meldung für die Demokratie natürlich, wenn ein AfD-Antrag abgelehnt wurde. Finde ich, ist auch Breaking News verdächtig. Wenn es jetzt bei jedem AfD-Antrag passiert, dann haben wir ein Problem. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Na, Ulle arbeitet sich aber gut nach vorne. Jetzt müsste er nur mal hier rausfahren. Ist ja nicht mehr lang. Und da vorne geht es jetzt in den Hügel. Nehmen mal das Gel. Mal schauen, es ist nicht lange bis oben hin, von daher können wir jetzt durchziehen. Ich habe keine Ahnung, was links neben uns passiert, das ist mir auch egal, da fährt uns wieder einer vors Rad. Okay, wir sind aber gut dabei, der gelbe Balken könnte natürlich problematisch werden. Aber noch sieht eigentlich alles gut aus. Wir holen uns zumindest mal hier die Bergwertung. Wir ziehen das hier mal durch. Geht jetzt ja bergab. 54 Fahrer. Müssen das ja nicht ganz von vorne fahren. Hey, lass mich nicht im Wind hängen. Okay, wir können es, glaube ich, wenn ich so ein bisschen runtergehe. Nee, nee, nee. Okay, komm. Nimm ein bisschen raus, Ulle. Wird jetzt hart. So, komm. Oh, hier geht es nochmal leicht bergauf, oder was? Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Aber dann kommen wir auf jeden Fall mit der Spitzengruppe rein, haben uns die Bergwertung geholt. Dann gewinnt Carlos Barbero, Giacomo Nizzolo, Denno Martin. Die Topfavoriten sind natürlich alle dabei. 47 Fahrer noch hier am Start. 14, da sind wir geworden. Mal schauen, was das auch fürs weiße Trikot bedeutet. Sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Da müsste eigentlich eine Lücke entstanden sein. Da sind auch Mas Bonnet und Irisari dabei. Die haben wir leider abgehängt. Jo, finde ich, haben wir ganz ordentlich gemacht. Haben vielleicht ein bisschen viel Tempo dann in der Abfahrt gemacht, aber ich wollte halt auch einfach mal antesten, ob wir uns vielleicht absetzen können, was ja bei diesen Hügeln der zweiten, dritten, vierten Kategorie häufig mal passiert ist, das Feld dann Tempo rausnimmt und man sich dann auf einmal eine Lücke von einer Minute rausfährt. Deswegen habe ich es einfach mal angetestet. Aber dafür hätten wir wahrscheinlich attackieren müssen am Berg. So, gehen in die Siegerehrung rein. Und sehen, Hanna Barbera hat gewonnen. Mal schauen, was das für die Gesamtwertung bedeutet. Sind wir noch nicht in den Top 10. Julia Alaphilippe dort weiterhin vorne vor Giacomo Nizzolo. Taylor Finney immer noch auf Platz 3. Dann Thibaut Pinot, natürlich Topfahrer hier am Start, die aber wahrscheinlich noch nicht so gut in Form sind. Bergwertung sind wir jetzt Co-Führender, beziehungsweise wir werden es auf der nächsten Etappe auf jeden Fall tragen, weil Alaphilippe ja das Führungstrikot hat. Dann in der Punktewertung haben wir nichts zu sagen. Nachwuchsfahrerwertung sind wir auf Platz 5 vorgefahren. Mit 10 Sekunden weiterhin auf unseren eigenen Teamkollegen. Den müssen wir natürlich dort rausfahren. Da führt kein Weg dran vorbei. Orica Scott. Der Erika Ian Scott. Scotch. Keine Ahnung. So, Hanna Barbera gewinnt. Gesamtwertung haben wir uns durchgeschaut. Dann gehen wir nämlich direkt weiter. 30 Kilometer lang. Wir haben 2 geschafft. Wir haben immerhin 2 geschafft. Finde ich ziemlich gut. Was hätte ich denn jetzt an der Spitze fahren sollen? Macht doch keinen Sinn. So, die Fitness wird immer besser, die Ermüdung 8%, damit können wir leben. Jetzt kommen noch 2 wichtige Etappen, beziehungsweise 3 wichtige Etappen sogar bei der Ruta del Sol. Die 4. Etappe wird jetzt die Bergankunft sein. Dann wird es nochmal hügelig, das könnte natürlich nochmal ein bisschen unser Nemesis werden hier.
diese wirklich sehr steile, kurze Ankunft. Da sind dann eher wieder andere Werte gefragt. Aber dann gehen wir mal rein. John Isari hat eine plus 2. Wir sind von der Fitness her natürlich noch nicht da angekommen, wo unsere Kollegas sind. Aber schauen wir mal. Jonathan Castroviejo ist auf jeden Fall auch am Start für Orica Scott. Drecksiger Fredo. Wen haben wir denn sonst noch hier so richtig Gutes dabei? Joe Dombrowski war in der Ausreißergruppe, der wird dann heute wahrscheinlich keine Rolle spielen. Julia Alaphilippe wahrscheinlich der Top-Favorit. Deswegen reimt sich es auch auf Alaphilippe, Top-Favorit. Thibaut Pinot, Daniel Martin, Vincenzo Nibali, alter Schwede, Esteban Chavez, Louis Meintjes. Aber das Gute ist, dass auch Louis Meintjes nicht mehr in die Kategorie weißes Trikot fällt. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob unser größter Konkurrent, den ich ja vorher ausgemacht hatte, noch dabei war oder ob der eben auch Teamhelfer sein muss für sein Team. Wahnsinn. Teamhelfer für sein Team. Ich hab's rhetorisch einfach drauf. So, die Fahne hängt schlaff runter. Es ist noch früh am Morgen. Das kennen wir. Erst steht sie, dann fällt sie. Also außer man wacht nicht alleine auf. Das wäre natürlich dann immer schöner. Dann fällt sie zwar auch, aber auf eine andere Art und Weise. Haben wir dieses Thema auch beendet. Und doch, Jordi Kloss ist noch dabei. Auch ein sehr spanischer Name. Masponet geht in die Ausreißergruppe. Ulle hat heute die 0. Schade, ich habe die plus 3 gerade gesehen. Wen hole ich mir denn mal zur Seite? Dann hole ich doch mal Iris. Achso, Dion Page kümmert sich schon um uns. Ist vielleicht nicht die beste Wahl. Ich hätte lieber Irisari an meine... Warum funktioniert das denn nicht mehr? Eben war es da. Warte, man muss den Punkt treffen. Ist ja, genau da. Warum funktioniert das mit dem Rechtsklick nicht? Jetzt schon häufiger, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein neues Feature. So, da sehen wir unser wunderschönes Sonntagmorgen durchzechte Nacht-Trikot. Fehlen nur noch so kleine Stückchen, die draufgeklebt sind. Dann wäre es schön. Ulle! So, Irisari kommt zu uns. Gar nicht geschaut, ob er ein besserer Bergfahrer ist. Ja, ist er. Hieß er, hat er. So, das Trikot unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem schlimmen Grün von Caja Rural. Berg der ersten Kategorie, 6 Fahrer sind vorne weg. Müssen wir mal schauen, wie viele Punkte es da rein theoretisch noch zu holen gäbe. Vielleicht kriegen wir im Ziel ja nämlich auch noch ein paar Bergpunkte. Wie schaut es denn aus in unserem Bergwert heute? Ja, leider kriegen wir nichts dazu. Die Tagesform von plus 2 von gestern wäre heute natürlich optimal gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Und meistens kriegt man sogar gar nichts. So, schon mal ganz kurz. Masbonet ist dabei. Dann der gute Herr Zepunkte. De La Fuente. Pöstlberger. Paluta, der immer den Zahlungsspielraum verschieben darf. Denz. Schöner Zahnarztname eigentlich. Und Tolluk. Der Mann mit dem Piratennamen. Captain Tolluk. Captain Jack Tollhook. So, auf geht's, Ulle. Heute zählt es. Heute entscheidet sich, ob wir uns das weiße Trikot holen von diesem guten Herrn Puga. 75. Boah, er hat heute natürlich eigentlich sogar den besseren Bergwert als wir. Da müssen wir uns die Kraft echt gut einteilen. So, jetzt gibt es natürlich gleich schon mal einen langen Berg der ersten Kategorie, wo aber noch relativ langsam gefahren werden wird. 118 Fahrer sind im Feld. Vorne sehen wir die 6 Ausreißer. Alles jetzt natürlich so diese Anfangsphase von einem Rennen. Wie man es kennt. Vorne macht Quickstep-Tempo. Haben das Führungstrikot mit Julia Alaphilippe, den wir dort auch sehen, im roten Führungstrikot. Bin mal gespannt, was Alaphilippe in der Saison 2018 macht. 2017 ja ein bisschen überschattet von Verletzungen. Aber ein super starker Allrounder, der sicherlich vielleicht auch mal um den Gesamtsieg mitfahren kann bei der Tour de France. Ich glaube, das Zeitfahren ist noch nicht so seins. Aber zumindest bei einzelnen Bergetappen oder eben auch ums Bergtrikot mal mitfahren kann. Und natürlich bei den Klassikern ohnehin immer vorne mit dabei. Der Suspiro del Moro klingt schon mal, als sollte man die Abfahrt gut überstehen. Aber die ist nicht besonders steil, beziehungsweise nach dem Gipfel geht es sogar noch weiter. Ein schöner Wanderberg. Auch hinten in Formation im Rechteck. Auch schon wie bei Asterix und Obelix. Ich glaube, bei
Kleopatra ist das, wo die dauernd diese, die römischen Soldaten dauernd diese Formationen durchspielen. Jo, die Spannung ist zum Greifen. Jetzt machen wir gerade mal das kurze Spiel und schauen. Es gibt, ja, es gäbe noch 2 Punkte für uns. Der erste kriegt 16, momentan haben wir 6. Wir können mal schauen. Das kostet jetzt ja nicht allzu viel Kraft, da mal kurz an die Spitze zu fahren. Komm, mach den Klöden. So, nur den Page stirbt wahrscheinlich gerade 12 Tode. Ne, Irisari ist ja jetzt dabei. Ne, das geht auch noch. 69er Wert ist jetzt ja kein Beinbruch. Dann holen wir uns die 2 Bergpunkte noch. Vorne wird auch darum gekämpft. Oh, jetzt fahren wir gerade wieder ein bisschen zurück. So, Ulle, jetzt aber mal zackig, ja. Okay. Gut, da haben wir uns die 2 Punkte geholt, haben jetzt 8 Punkte. Was definitiv für ein feuchtes Höschen sorgt. Vor allem beim Teamchef, der aber immer ein feuchtes Höschen hat, weil er so alt ist. Das ist dann keine Vorfreude mehr. Das nennt sich Inkontinenz. Achso, stimmt, ey, mein Teamchef bin ja gar nicht ich. Ich kenne den Teamchef von Kararural nicht. Bitte verklagt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oh, minus 43 Sekunden. Das könnte eng werden. So, und dann gibt es auch gleich einen Berg der zweiten Kategorie, wo wir wahrscheinlich nichts mehr abstauben können. Und wo die Gruppe vorne wahrscheinlich eh das Bergtrikot unter sich ausmacht. Wir sehen, der Berg ist unten sehr, sehr steil. Oben wird er flacher, man kann also unten ein bisschen mehr Energie verballern. So, 10 Punkte, da kriegen wir nichts mehr. Außer in der Ausreißergruppe stürzen sie jetzt alle weg. Boah, da war gerade wieder ein bisschen unscharf. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Bergankunft. Wir da in die Top 10 reinfahren können, weil bei den Favoriten waren wir nicht genannt. Wir müssen, wie gesagt, das weiße Trikot ist Pflicht. Ansonsten haben wir uns verpokert. Verpokert. Ich mein Pokerface aufgesetzt, aber Jordi Kloss und Puga, ich hoffe, wir können sie schlagen. Ansonsten wird das nämlich leider nichts werden mit den World Tour Rennen. Oh, ist immer manchmal wirklich so ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, ob es an meinem Bildschirm liegt oder ob man das in der Aufnahme dann auch merkt. So, Berg der zweiten Kategorie steht an. Vorne wird angegriffen. Hanuta hat angegriffen. Können wir uns ja mal anschauen, was die da machen. Sie wackeln alle mit dem Schritt. Ja, das war eine super erste Attacke. Ich glaube, Pöstlberger hat die. Ja, okay, er setzt sich auch hier wieder ab. Ordentlicher Hügelfahrer. Kann die Kamera gerade nicht verändern, dass es quasi das, was uns das Fernsehen anbietet. Und zwar die gute ARD. Nein, okay, nichts gegen die ARD. Sie geben sich Mühe. So, hinten im Feld. Jetzt Tempo auch ein bisschen schneller. Ole macht das gut. Arrière du Peloton. Strampeln einige schwer und Pöstlberger holt sich die Bergwertung. Natürlich nicht optimal für uns. Jetzt sehen wir gleich oben rechts, wenn die Nachzügler da sind. Da haben wir jetzt schon 22 Punkte Rückstand. Da müssen wir schon sehr, sehr weit vorne am Berg der ersten Kategorie mit reinkommen, um Chancen aufs Bergtrikot zu haben. So, hier haben wir jetzt natürlich keine unnötige Energie verballert, aber wir haben schon gesehen, das Fels ist in Königsetappenmodus unterwegs. Kann jetzt auch sein, dass das Tempo hin zum Berg schon sehr, sehr steil, sehr, sehr schnell sein wird. 2 Minuten der Vorsprung für die Ausreißer. Hinten haben wir den Henninger-Turm gesehen. Da war noch einer rechts. Die Berge bauen sich auf. Natürlich, nachdem man das Wetter jetzt sogar schon manipulieren kann, kann man natürlich auch die Berge manipulieren. Die werden dann zur Tour de France erst wieder aufgebaut. Wenn die Tour de France vorbei ist, dann wird Alpe d'Huez auch erstmal abgebaut, weil ansonsten müsstest du ja immer drüber fahren mit dem Auto. Deswegen denkt man sich da, komm, scheiß drauf, bald wir es bauen wir es ab und in 2 Jahren, wenn es dann wieder im Tourprogramm ist, bauen wir es wieder hin. So läuft das, liebe Kinder. Ich glaube doch nicht, dass der Scheiß vorher schon da war. Die Berge sind nur fürs Radfahren da. Für nichts anderes.
wird auch bald kommen. Bin ich mir sicher. Bin ja schon immer einer der Feinde von, wir karren jetzt 14.000 Tonnen Schnee zur Vierschanzentournee, damit das Springen stattfinden kann. Ich finde es immer so klasse, dass wir solche Umweltschützer sind, und wenn irgendeiner ein Pappbecher, keine Ahnung was, ein Pappbecher Coffee to go, dann geht die Welt unter, aber die Vierschanzentournee, die muss schon gesichert sein, indem wir, wie gesagt, 40.000 Tonnen Schnee irgendwo hinkarren. Da kriege ich ja persönlich so ein bisschen die Motten, aber was soll's. Ich guck's mir ja auch an. Aber das habe ich auch schon immer gemacht. Also Skispringen ist sowieso mein Lieblingswintersport. Da kann Biathlon nicht wirklich mithalten. Bei Biathlon hoffe ich immer nur, dass die Deutschen daneben schießen, damit die Einschaltquoten runtergehen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein guter Mensch, aber ein schlechter Mensch. Ein schlechter Mensch. So, Sprachfehler reloaded. Ab geht's in den Berg rein, und jetzt heißt es Concentraciones im neues Team. Wir sprechen mit spanischer Akzent, uns versteht keiner, aber wir haben Akzent. Ganz wichtig. Das ist wie bei Mel Brooks damals in dem Film. Wir Franzose, wir haben gar nichts, wir haben nichts zu essen. Wir haben nur diese scheiß Akzent. Weil es halt, okay. Der Gag schließt sich jetzt keinem. Außer man kennt den Film. Die verrückte Geschichte der Welt. So, Ulle. Now it counts. K-A-U-N-Z. Hier wird jetzt richtig reingeballert. Wir sehen Movistar, hält da schon rein. Es sind noch 18 Kilometer. Ich bräuchte noch mal ein Wasser, also Belau Chaga sollte noch mal Uga Chaga machen. Uga Chaka, Uga Chaka, Uga, Uga, Uga Chaka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you're doing to me. Ah, guck mal, da, Hatzala Nanas. Sehr schön. Hatzala Nanas. Wir singen Hatzala Nanas. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt dauernd singe. Es liegt daran, dass ich echt durch bin. Warum fährt denn hier keiner? Sag mal, Leute. Käske los. Hatzala Nanas. Alto oder Hans? Ich lese da Hans. Also, Alto oder Hans. Ausreißergruppe ist schon eingeholt. Wer attackiert hier? Der Baumann, der Debesei, der Paulus und der Berhane. Also die komplette eritreische Fraktion hier im Feld, habe ich das Gefühl. Wir sind natürlich sehr, sehr weit vorne mit dabei. Es kostet immer ein bisschen mehr Energie, jetzt hier im Wind zu fahren. Huga sieht noch recht fresh aus, aber der hat einen höheren Puls als wir. Muss aber vielleicht auch gerade ein paar Positionen gut machen. So, wir gehen mal auf die 80 hoch. Gibt jetzt gleich noch eine kleine Abfahrt, und dann geht es in diesen Schlussanstieg rein, der allerdings weniger als 10 Kilometer lang ist. Boah, jetzt werden wir ein bisschen durchgereicht. Boah, yes, Puga ist gestürzt. Ich bin so ein schlechter Mensch. Das ist unglaublich. Oh, das ist aber jetzt richtig bitter. Da sind einige. Page natürlich hat sich gedacht, okay, da fahre ich nochmal drüber. Alter, was ist denn jetzt hier los? Jetzt fahren da alle nochmal rein. In der Blutlache ausgerutscht anscheinend. Okay, komm, Ulle. Jetzt können wir unser eigenes Tempo fahren. Irisari haben wir noch vor uns. Kann es noch ein paar Körner sparen. Es sind nur 6 Kilometer. Wir schauen uns gerade nochmal schnell das Profil an. Wir sehen so 2 Kilometer vom Ziel, würde ich jetzt mal sagen. 2,5 wird es etwas flacher. Aber nur etwas. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Wir fahren jetzt mal unser eigenes Tempo hier hoch. Wir können gleich noch Energieriegel nehmen. Aufpassen, wir können mit den Topfahrern nicht mithalten. Das sollten wir auch gar nicht erst versuchen. Jetzt kommen hier die extrem steilen Passagen. Boah, jetzt bin ich echt so ein bisschen nervös. Mal schauen. Also Puga ist auf jeden Fall weg. Ich schaue mir mal ganz kurz an,
wo Jordi Cruyff ist. Ich kann mir den Namen nicht. Jordi Klos heißt er, glaube ich. Oh, der ist direkt neben uns. Also der Mann mit der Nummer 15. The man to beat. Na, das bringt nichts. Da werden wir eher. Brauchen wir eher mehr Energie. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Boah, das wird hart, das wird hart. Na gut, jetzt wird's flacher. Jetzt kommen auch die Attacken hier. Vorne, wie gesagt, mit dem Besten können wir nicht mithalten. Wir müssen uns unsere Energie einteilen. Boah. Ulle. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Vorne wird attackiert. Komm, fahr mal außen rum. Wo ist die Nummer 15? Da ist die Nummer 12. Müsste abgehängt sein. Da ist Klos. Da ist Eiking, der auch noch mit in der Junior-Wertung ist. Also, wir haben momentan die Fahrer abgehängt, die wir abhängen müssen. Schau gerade nochmal. Puga ist noch weiter hinten. Der ist in A4. Eiking. Ne, wir sind in A4. Okay, wir können es gerade irgendwie nicht so richtig sehen. Wo sehe ich denn, in welcher Gruppe er ist? Achso, ich kann hier oben schauen. Puga ist in A6. Eiking. Wo ist Schlegel von Sprandi Polkowice? Der sollte aber eigentlich auch nicht mehr dabei sein. Da ist Hirt. Okay, komm, Olle. Zieh durch. Das sind noch 2,2 Kilometer. Können hier nochmal ein bisschen schneller fahren. Lasst mich durch, ich bin Arzt. So, komm, Schlussspurt. Doch kein Schlussspurt. Bin ich wieder etwas übermütig. Aber das müsste reichen für das weiße Trikot. Boah, jetzt ist hier wieder die Ultra-Zeitlupe. Komm, Ulle, zieh's durch. Zieh's durch. Nibali haben wir hier, Daniel Martin, Louis Meintjes, Maika. Und da kommen wir richtig gut mit rein. Müssten wir eigentlich Siebter werden. Siebter Platz mit unter einer Minute. Thibaut Pinot, französischer Doppelsieg. Und dahinter ein Chausti kommt rein. Leopold König. Esteban Chavez haben wir geschlagen. Talansky, Polans. Und hier kommt Klos, der allerdings eine Minute, wenn es nicht als Hauptfeld gewertet wird, auf uns verloren hat. Wen haben wir hier? Backelands. Großschadner. Jetzt müssen wir mal schauen. Eiking habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, da auf Platz 18 kommt er gerade rein. Und Puga auf Platz 20. Großschadner, Vieja kommt rein. Berhane, Baumann, Irisari, der uns wirklich gut geholfen hat. Das war eine richtig schöne Bergankunft, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. War natürlich auch erfolgreich für uns. Kaczmarek, wo ist denn jetzt... Da fehlt doch noch ein CCC Sprandi Polkowice Fahrer. Der noch gut dabei... Ah, da ist Schlegel. Okay, also. Wenn alles normal gelaufen ist, wenn das Spiel das schön berechnet hat für uns... Dann müssten wir eigentlich im weißen Trikot sein. Aber das heißt noch nichts. Es gibt noch eine wirklich steile Ankunft. Die nächste Etappe. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Wertung an. Und hoffen, 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 dass wir in Führung sind. Dann können wir nämlich auf jeden Fall bei der World Tour teilnehmen und dort vielleicht aufs Bergtrikot fahren. Das würde auch das Let's Play ein wenig spannender machen. So, da sehen wir nochmal. Pinot gewinnt. Vor Alaphilippe, Ulle auf 7 mit 58 Sekunden Rückstand. Leopold König hatte dann schon 1,16, also das muss auf jeden Fall gereicht haben. Der Gesamtwertung Platz 9 finde ich absolut beachtlich, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Und wir sind ja nicht wirklich besser in Form als die Konkurrenz. So, Bergwertung auf Platz 7, da haben wir leider keine Bergpunkte mehr bekommen. Oder doch, 2 Punkte müssten wir noch geholt haben. Punktewertung. Aber hier eine Minute Vorsprung. Das muss doch reichen vor Jordi Klos und Odd Christian Eiking. Vidal Puga auf Platz 4 mit 2 Minuten 11. Das müsste eigentlich reichen. Also eine Minute sollten wir eigentlich nicht verlieren. Haben Hatzalananas. So, Doppelsieg von Pinot. Das freut mich persönlich für ihn. Ich denke mal, der Teamchef sollte auch relativ begeistert sein. Unter die ersten 20 wusste ich gar nicht. Haben wir geschafft. Ausreißversuch haben wir prima hinbekommen. Nachwuchsfahrerwertung außergewöhnlich. 24 Punkte nochmal für die Wertung. Dann hoffe ich, dass wir das jetzt auch gut verteidigen können.
Dann machen wir die nächsten beiden Etappen in der nächsten Folge. Das sollte eigentlich sehr erfolgreich werden. Das hat jetzt auch richtig Spaß gemacht. Also soviel zum Thema der Radsportmanager. So eine kleine Delle vom Spaß her, aber das war richtig cool. Natürlich war es auch erfolgreich. Jetzt über 200 Kilometer, sehr hügelig. Das kann echt nochmal ein hartes Stück Arbeit werden, gerade wenn wir auch keine gute Tagesform haben. Aber das sehen wir in der nächsten Folge vom Pro Cyclist Modus mit Ulle. Dann steigen wir endlich wieder eine Stufe auf. Bis dann!